Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Zuhörer in der Gemeinde Bibeltreue Christen, südliche Weinstraße Pfalz. Ich begrüße jeden Einzelnen, der sich die Zeit genommen hat, im Gottesdienst zu sein oder auch natürlich sich die Zeit nimmt, das im Internet anzuhören. Preis Gott dafür. Jede Minute, die wir für den Herrn geben, ist eine gewonnene Minute. Denn Zeit mit dem Herrn zu verbringen, bedeutet ein Stück weit auch in die Ewigkeit, aufs Ewigkeitskonto was draufzulegen. Ich verstehe, wie leicht es uns fällt, Dinge zu tun, die wir total gerne machen, die wir einfach auch aus Genuss machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Bibel sagt nichts dagegen. Und warum sollte ich was dagegen sagen? Ob du dir die Zeit nimmst, um ein Sportereignis zu betrachten, ob du dir die Zeit nimmst, um einfach nur mal abzuschalten und einen Film zu schauen, der Freiheit hat, das zu tun. Oder einfach nur mal eine halbe Stunde, Stunde nichts zu tun, es sei dir gegönnt. Leider fällt es uns oftmals schwer, das Gleichgewicht zu finden, die Balance zu finden, auch wenigstens die gleiche Zeit auf Seiten des Kontos mit Gott, auf Beziehungskonto mit Gott zu legen und eine halbe Stunde Bibel zu lesen, eine Stunde Bibel zu lesen, einfach mit dem Herrn zu beten. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo genau dieser Konflikt aufgegriffen wird in der Bibel, der Konflikt zwischen dem Alten und dem Neuen. Und bevor wir in das Wort Gottes starten, lass mich noch beten, dass wir einfach die richtige Basis hier finden. Vater im Himmel, ich lobe und preise dich, deinen heiligen Namen, Vater. Ich danke dir dafür, dass wir, Vater, den Zugang haben zu dir vor deinem heiligen Thron, Vater, der in der Ewigkeit ist. Und ich danke dir dafür, dass wir uns jetzt auch wieder mit deinem Wort befassen dürfen. Vater, ich bete, dass du unter uns kommst mit deinem wunderbaren Geist, Vater, dass du diese Gemeinschaft erfüllst, erhältst, Vater, mit deiner Gegenwart. Und ich bete, Vater, dass wir dein Wort verstehen, was du uns zu sagen hast und auch jeden Einzelnen, der es hört, Vater, dass es Fragen nimmt. Und wer Fragen hat, der soll sie bitte auch stellen. Vater, ich bete, dass du uns deine Weisheit gibst und mich gebrauchst als dein Werkzeug zu deiner Ehre. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ein Konflikt, der eigentlich schon immer bestand, seitdem der Mensch in die Sünde gefallen ist, nämlich suche ich die Gemeinschaft mit Gott und wenn ja, wie viel überhaupt? Und es liegt nahe, eine Beziehung oder die Beziehung mit Gott auch mit einer Beziehung mit einem Menschen zu vergleichen. Wisst ihr, wenn wir einen Menschen nicht mögen, so gar nicht mögen, was werden wir machen? Ganz bestimmt nicht die Nähe zu dieser Person suchen. Das liegt einfach in uns. Und wenn wir es dennoch tun, dann ist es, weil wir einen guten Willen an den Tag legen wollen und sagen, okay, ich übergehe dieses und möchte bewusst eine Beziehung zu jemandem aufbauen. Ganz anders ist es, wenn jemand eine Person mag, geschweige denn liebt. So ist es überhaupt keine Mühe, und ich erinnere mich damals zu meiner Frau, wo uns 9000 Kilometer getrennt haben und ich es sehnsüchtig erwartet habe, die erste E-Mail zu bekommen. Telefonieren ging nicht, das war viel zu teuer und die Verbindung brach nach 10 Sekunden immer ein. Also habe ich mich gefreut, jeden Tag darauf, den E-Mail-Postfach zu öffnen und zu gucken, ist eine E-Mail eingegangen. Eine E-Mail, die nicht von 3 Zeilen bestand, nein, das waren 2 DIN-A4-Seiten. Und dann habe ich darauf geantwortet, in eben gleicher Art und Weise, weil man sich geliebt hat, man hat die Nähe zueinander gesucht. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Es gibt in uns einen Teil, der die Beziehung zu Gott verabscheut. Er hasst sie. Und dieser Teil ist unser alter Mensch. Und wir werden das auch später noch lesen, die Bibelstellen. Aber es gibt in uns, vorausgesetzt, dass du ein Kind Gottes bist, einen Teil, der die Beziehung zu Gott liebt, von ganzem Herzen so sehr liebt, dass dieser Teil in uns immer danach bestrebt ist und sucht, die Nähe Gottes zu finden. Nun ist es aber ein Kampf. Und ich möchte heute eben genau darüber reden, was es mit sich auf sich hat. Und wir fangen an mit ein paar Beispielen aus dem Alten Testament, genau genommen aus dem ersten Buch Mose. Denn es ist so, dass wenn ein Mensch Gott begegnet, beziehungsweise wenn Gott einem Menschen begegnet, dann bleibt diese Begegnung nicht ohne Folgen. Jede Begegnung.
Ganz gleich, ob dieser Mensch, ob du vielleicht das angenommen hast, die Begegnung, die Beziehung zu Gott, oder sagst, nee, ich möchte es nicht, es ist vielleicht noch zu früh, es ist nicht meine Zeit, ich möchte gerne noch andere Dinge. Dennoch verspreche ich dir, im Guten wie im Schlechten, dass eine Begegnung mit Gott nicht ohne Folgen bleibt. Und wir lesen uns das gleich. Die erste Begegnung, und das ist eine sehr positive, eine sehr schöne Begegnung, finden wir von Abraham und Melchisedek. Abraham, der damals zwar bereits Gottes Gefallen auf sich gezogen hat, ein Mensch, der gottesfürchtig war, in der Art, wie man es zu der Zeit sein konnte, man konnte nicht sagen, er war jesusgläubig, aber er hat bei Gott etwas entfacht. Gott hat in ihm, seinem Herzen etwas gesehen, wo er gesagt hat, diesen Mann, mit diesem Mann möchte ich etwas Großes machen. Und dieser Mann, den wir heute unter Abraham kennen, der hatte damals einen anderen Namen. Und vielleicht denkst du, Abraham und Abraham ist sehr nah beieinander und dennoch ist die Bedeutung eine andere. Diese zwei Buchstaben verändern die Bedeutung eines Namens einer Person. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 14, ab Vers 18 und 19. Aber Melchisedek, der König von Salem, man kann auch sagen, der König des Friedens, was ganz, ganz, ganz stark auf Gott hindeutet. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Nun, auch hier verweise ich ganz gerne auf Jesus Christus, wo er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und wer von mir isst und von mir, von meinem Blut trinkt, der wird leben. Und hier lesen wir nicht umsonst, das ist ein prophetisches Wort hier bereits, auf Jesus Christus. Er brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester des Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und Gott, der Allerhöchste, El Elyon, ist ein wunderbarer Titel Gottes im Alten Testament, wo er dem Menschen in seiner allerhöchsten Form begegnet ist. Und in dieser Form trifft hier Abraham und Melchisedek. Und es ist klar und eindeutig, dass nur derjenige einen Segen geben kann, der höher gestellt ist. Das lesen wir auch im Neuen Testament. So lesen wir hier deutlich, dass Melchisedek höher war als Abraham. Und er segnete ihn als Gott. Das lesen wir hier ganz, ganz deutlich. Das heißt, hier begegnet Abraham Gott. Und es bleibt nicht ohne Folgen. Denn hier beginnt etwas, wo er ganz kurze Zeit später, auch wenn wir keine Zeitspanne lesen, in der Bibel ist es direkt im nächsten Kapitel, lesen wir, dass der Glaube des Abraham oder Abraham ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Nach der Begegnung, nach der Segnung, lesen wir, dein Glaube hat dich gerettet. Denn dein Glaube ist deine Gerechtigkeit, Abraham. Und es ist auch nicht zu verwundern, dass wieder nur einige Zeit später, in Kapitel 17, Gott selber einen Bund mit Abraham macht. Und während er diesen Bund mit Abraham macht, verändert Gott Abraham und sagt, du bist nicht mehr Abraham, du bist Abraham. Und wir lesen das in Vers 4 und 5. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Abraham bedeutet, ich habe es mir extra aufgeschrieben, erhabener Vater. Ein wunderschöner Name. Erhabener Vater. Er war der Patriarch. Er war derjenige, in dem sich das Volk Israel gegründet hat. Und er war derjenige, in dem alle Völker dieser Erde einen Segen bekommen,
diejenigen, die ihn segnen und das heißt auch seine Nachkommen. Und Abraham bedeutet Vater der Menge oder Vater der Völker. Noch mehr. Und es ist hier etwas passiert, wo Gott aus Abraham Abraham macht. Es ist nicht nur ein Zusatz. Es ist nicht etwas, wo Gott sagt, Abraham war gut, ich war zufrieden mit ihm, so gebe ich jetzt zu Abraham noch zwei Buchstaben dazu und da heißt jetzt Abraham. Also aus dem Guten mache ich etwas Besseres. Das ist die Einstellung vom modernen Christentum, welches besagt, weißt du was, ich bin eigentlich nicht verkehrt. Ich bin eigentlich ganz solide, ich habe niemanden getötet, ich habe nicht gestohlen. Gut, meistens werden die zwei aufgezählt, danach wird es ein bisschen schwerer, weil ich habe nicht gelogen, kann keiner sagen. Vielleicht gibt es Menschen, wie der reiche Jüngling im Neuen Testament, der sagt, dies alles habe ich getan von Jugend an. Jesus erkannte sein Herz. Er wusste, was an ihm mangelt. Eine andere Geschichte. Aber Menschen meinen oftmals, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, ich finde schon, dass ich auch nicht vollkommen bin. Und gleich flüchten wir uns in Ausreden, aber niemand ist ja vollkommen. Und sobald ein Mensch diese Aussage tätigt, hat dieser Mensch etwas Wichtiges nicht verstanden. Denn Gott interessiert sich in erster Linie nicht für die Allgemeinheit. Er interessiert sich für dich persönlich. Er hat hier in einem Mann sein Volk, das Volk Israel, gegründet. Die Bibel beschreibt es als den Augapfel Gottes. Und er hat eben nicht einfach nur zu Abraham etwas hinzugefügt. Und dadurch, dass diese Namen so eng beieinander liegen, fällt es uns leicht, in diese Versuchung zu fallen und zu sagen, Abraham war ein guter Mann und Gott hat ihn einfach noch ein bisschen besser gestaltet. Christentum, du bist wie du bist und du bist okay. Also nimm Jesus in dein Leben und füge Jesus in dein Leben hinzu und dann wirst du noch besser. Und das ist die falsche Botschaft. Das ist die falsche Botschaft. Denn Gott hat Abraham, nicht etwas hinzugefügt. Er hat ihm etwas vollkommen Neues gegeben. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben. Und im Neuen Testament wird das noch ein bisschen deutlicher, wenn wir das gleich uns betrachten. Bevor wir das aber anschauen, möchte ich gerne noch ein zweites Beispiel, auch aus 1. Buch Mose, nehmen. Und ich glaube, vielen dürfte das auch klar sein, welche Stelle ich jetzt aufschlage. In 1. Mose Kapitel 32, ja, es geht um Jakob. Jakob, wie auch oft benannt wurde oder wird, Jakob der Betrüger. Jakob, der das Erstgeburtsrecht von Esau gestohlen hat, beziehungsweise Esau es für eine Linsensuppe verkauft hat. Schlechter Tausch, Esau. Gott sagt später über Esau, dass ich Esau gehasst habe, Jakob aber habe ich geliebt. Obwohl er durch Betrug daran gekommen ist, aber er wollte etwas haben, wo er verstanden hat von seinem Großvater Abraham, der Segen Gottes ist wichtig. Der Segen Gottes ist so wichtig, dass ich alles daran lege, ihn zu bekommen. Und in diesem Schritt, wo er das Erstgeburtsrecht bekommt, bekommt er schon mal etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles. Was wir heutzutage in unserem Kulturkreis auch nicht zwingend so begreifen können. Aber die Bibel hebt ein sehr, sehr großes Gewicht auf die Erstgeburt und das Erstgeburtsrecht. Und dieses Erstgeburtsrecht ist von Esau gewichen und ist auf Jakob gelegt worden, sodass Isaak, der Vater von Jakob, ihn gesegnet hat mit eben genau diesem Erstgeburtsrecht. Aber es war ihm nicht genug, dem Jakob. Er wollte mehr. Und in dem Fall sage ich, Jakob, du hast Gutes daran getan, dass du mehr wolltest. Lieber Christ, das ist auch wieder ein ganz kleiner Nebenkommentar. Ich wünsche dir, dass du mehr von Gott willst, als nur die Erstsegnung.
Ich wünsche dir und mir, dass wir danach begehren, von Gott mehr zu bekommen, als nur das, was wir denken, das steht uns zu und nicht mehr. Ich hatte schon oft gesagt, Gott ist ein gebender Gott. Und Gott gibt ohne Grenzen. Wenn Gott in Grenzen gibt, so wie wir meinen, ist es, weil wir ihn begrenzen, nicht er. Gott gibt ohne Grenzen. Gott ist nicht sparsam und Gott ist nicht geizig. Wenn er gibt, gibt er aus dem Vollen seiner Schatzkammer gibt er uns Menschen. Und genau dieses hat Jakob begriffen und dieses wollte er. Und das ist diese bekannte Geschichte, als Jakob mit Gott ringt. Wir lesen das in 1. Mose 32, die Geschichte ab Vers 25 bis 33. Ich lese aber 27 und bis 29. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und hier fällt uns das Verständnis sicherlich etwas leichter, weil Jakob zu Israel einfach ein bisschen größerer Unterschied ist vom Verständnis. Und Jakob, von der Interpretation, wie er oft als der Betrüger genannt wurde, bedeutet der Fersenhalter oder Gott beschützt. Und wir wissen, dass Jakob und Esau Zwillingsbrüder waren. Und wir wissen auch, dass als sie geboren wurde, Jakob den Esau an der Ferse gehalten hat. Und deswegen auch erst diesen Namen bekommen hat. Aber hier macht Gott etwas so Wunderbares. Und hier wird es umso deutlicher, was Gott mit uns anstellt, wenn wir ihm begegnen und wenn wir ihn in unser Leben lassen. Nun ist das nur ein Vorbild, ein Abbild von dem, was kommen sollte später in Jesus Christus. Aber aus Jakob wurde Israel. Und Israel bedeutet der Fürst Gottes oder Gottesstreiter. Was für eine Veränderung. Er ist nicht mehr der Fersenhalter, sondern er ist Gottes Fürst geworden. Und wo ich diese Beispiele gebracht habe, möchte ich jetzt ins Neue Testament gehen, wo wir uns auch nochmal zwei Beispiele davon anschauen, dass Gott verändert uns. Und oftmals wird es sichtbar in dem Namen. Wenn man einen Namen für ein Kind aussucht, ist es oftmals nicht leicht. Beim ersten Kind geht es noch ganz gut, weil da gibt es so einen Namen, den möchte man einfach geben. Beim zweiten Kind ist es auch noch okay. Und je weiter man in der Reihenfolge ist, umso schwieriger wird es, den passenden Namen zu finden. Und bei unserem vierten Kind haben wir uns persönlich sehr schwer getan. Weil es gibt viele Namen, die total schön sind. Aber wir wollten einen Namen für das Kind finden, was zu dem Kind passt. Du sagst, wie kannst du das sagen? Du weißt ja nicht, wie das Kind später wird. Ja, dadurch, dass man betet. Dass man eine Beziehung hat und den Herrn auch darum bittet. Ja, der Namenswunsch für ein Kind kann von Gott erbeten werden. Sodass wir uns auf Benjamin geeinigt haben. Das letzte Kind von Jakob, über den wir gerade gelesen haben, Israel. Namen haben eine wichtige Bedeutung. Und sogar Forscher haben belegt, dass der Name eine Auswirkung hat auf unser späteres Leben. Wie wir uns verhalten sogar und wie wir wahrgenommen werden von anderen. Ist das nicht interessant, wie viel die Bedeutung eines Namens hat? Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass als Jesus Christus auf dieser Erde war, und seine Jünger auserwählt hat, er ihnen oftmals einen anderen Namen gegeben hat. Und wir finden in Johannes Kapitel 1 wahrscheinlich die bekannteste Namensveränderung im Neuen Testament. In Johannes Kapitel 1 lesen wir ab Vers 40. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden.
Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Die Begegnung, die Petrus hier hatte mit dem Messias, hat auch ihn verändert. Und wer kennt nicht die Aussage: Du bist Petrus und auf diesen Fels will ich die Gemeinde bauen? Natürlich können wir hier lehrmäßig das Ganze jetzt auseinandernehmen, was das bedeutet. Jesus Christus ist der Eckstein, er ist der Fels. Aber Fakt ist, dass Jesus hier ihm den Zusatz, mindestens den Zusatz gegeben hat: Du bist Kephas, Fels. Und es ist nicht verwunderlich, dass dieser Petrus, dieser Simon Petrus, einer der Wortführer wurde unter den Zwölfen. In der Gemeindegründung überhaupt unter den Aposteln war einer der Wortführer. Er war einer der, man kann sagen, Führer, die das Ganze stärker in sich umgewandelt haben, beziehungsweise das Ganze angegangen sind. Simon bedeutet der Erhöhte. Gott hat mich erhöht. Und ich finde es schön zu sehen, dass ein Name, der von den Eltern gegeben wird, auch oftmals eine wunderschöne Bedeutung hat. Der Erhörte klingt in meinen Ohren sehr, sehr schön. Ich stelle mir vor, ein Ehepaar kann kein Kind bekommen. Und sie beten zu Gott und Gott erhört sie. Und sie geben ihrem Sohn oder ihrer Tochter den Namen Petrus, der oder die Erhörte. So dass sie sich ein Leben lang daran erinnern, Gott hat uns erhört. Es ist wunderschön. Aber wenn wir Gott begegnen, macht er etwas Neues daraus. Nicht, weil in diesem Fall der Name schlecht war, aber weil Gott mit uns etwas Neues vorhat. Genauso wie bei Saulus und nur angedeutet in Apostelgeschichte Kapitel 9 finden wir diese unglaubliche Begegnung zwischen Saulus, dem Verfolger der Gemeinde Jesu Christi. Es war nicht nur jemand, der gesagt hat: Ach, irgendwie, das sind verrückte Spinner, die da an Jesus glauben, die sind nicht ganz knusprig im Kopf. Er war nicht einfach nur einer, der gesagt hat: Ach, das stimmt alles nicht, das ist Humbug, das kann man nicht glauben. Nein, er war der Erzfeind der Gemeinde Jesu Christi. Er war derjenige, der alle Christen in Gefängnisse werfen wollte, der die Gemeinde zerschlagen wollte und, wenn es sein sollte, auch umbringen. Er war fest entschlossen. Und mit dieser Entschlossenheit geht Petrus mit dem Brief des Hohepriesters, mit der Genehmigung, im Modernen würde man sagen, die Lizenz zum Töten. Mit dieser Lizenz ging er nach Damaskus, um die Gemeinde zu verfolgen. Und hier passiert jetzt etwas Wunderbares, denn Gott greift in das Leben von diesem Verderber ein. Man kann es nicht anders sagen. Er war der Verderber. Und er greift in das Leben ein und sagt, ab Vers 3 lesen wir, in Kapitel 9. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich nach Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Persönlich. Er hat gesagt: Du verfolgst mich, Jesus Christus, Gott selber. Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Eine Begegnung. Und Gott schlägt Saulus oder Saul blind. Und wir hatten es nicht gelesen, aber als Jakob Gott begegnete und mit ihm rang um den Segen, da tastete er die Hüfte an und seitdem hinkte er. Ich finde es sehr, sehr prägnant, und wir finden das an mehreren Stellen in der Bibel: Die Begegnung mit Gott hinterlässt Spuren. Irgendeine Art der Spur hinterlässt es in deinem Leben.
Und bei Jakob war es, dass er seit dieser Begegnung nie mehr gerade gehen konnte. Er hinkte von da an. Die Begegnung hier, Saul mit Jesus, machte ihn blind, auch wenn nur zeitweise, aber sie hat ihn blind gemacht. Bis er sozusagen in seiner neuen Gestalt wirklich Gott sehen konnte. Saulus bedeutet der Erbetene. Auch ein schöner Name. Und jetzt finden wir etwas Außergewöhnliches, denn bis dato waren alle Beispiele, die wir gelesen haben, wo Gott einen neuen Namen gibt, der umso erhabener ist. Aber bei Saulus passiert genau das Gegenteil. Saulus wird zu Paulus und Paulus bedeutet der Kleine oder der Geringe. Und ich finde es nicht verwunderlich, dass dieser Apostel Paulus an die Korinther schreibt, in meiner Schwachheit bin ich stark. Der Mann, der begriffen hat, dass in meiner Kraft ich viel vermochte, aber viel vermochte im Verderben. Und in meiner neuen Gestalt in Paulus vermag ich umso mehr, aber nicht ich, sondern Christus in mir. Christus in mir vermag alles. Das sagt er auch, ich vermag alles durch den, der mich stark oder mächtig macht, Christus. Was für eine Veränderung. Wobei das Wort Veränderung eigentlich das falsche Wort ist. Und ich habe auch als Überschrift für diese Predigt so ein bisschen provokanten Titel gewählt: Werden wir in Christus transformiert, verwandelt? Und ich sage nein. Die Bibel sagt nein. Wir werden nicht verwandelt im Sinne, dass Gott uns nimmt und uns zu etwas macht, wozu, was er braucht, brauchen kann. Und nun kommen wir genau an diese Stelle in Römer Kapitel 6, lesen wir, was überhaupt passiert, wenn wir Gott wirklich im Persönlichen begegnen und wenn wir diese neue Schöpfung bekommen. Passiert etwas, was erstmal Tod bedeuten muss. In Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 8 lesen wir: Oder wisst ihr nicht, Paulus setzt das eigentlich so ein bisschen voraus, dass wir es wissen müssten. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und allein diese Aussage sagt und bedeutet, dass wenn wir in Christus Jesus sind, wir gestorben sind in der Taufe mit ihm. Und was gestorben ist, kann unmöglich leben. Das, was gestorben ist, hat vor Gott keine Berechtigung mehr. Wir sind also, Vers 4, mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, es hat einen Zweck, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben, nicht transformierten Leben. Wir werden nicht begraben, um in dieser alten Schöpfung wieder aufzustehen, sondern wir werden begraben, damit das Neue auferstehen kann. Und das Neue ist gegründet in Jesus Christus. Es hat keinen Bestand in unserem Fleisch. Es ist ein grundlegender Unterschied. Denn was aus Gott geboren ist, ist heilig. Es ist so ein bisschen eine Fangfrage, wenn man sagt, wer war der Vater von Jesus Christus? Und ich habe es schon selbst oft gehört und es liegt nahe, dass man sagt, Josef, weil man nicht unbedingt nachdenkt. Aber Josef war nicht der Vater von ihm. Er war der Stiefvater, er war der Ziehvater. Der Vater von Jesus Christus war Gott. Und wenn wir in Christus geboren werden, so ist unser Vater auch nicht mehr nach dem Fleisch, wer auch immer dein Vater ist, sondern es ist Gott. Und in Christus Jesus
haben wir ein neues Leben. Wir lesen weiter. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und ich finde die Zeitformen hier sehr interessant. Hier lesen wir, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind, so die Voraussetzung ist ganz klar. Wenn du das nicht bist, dann gilt alles andere, was jetzt kommt, nicht für dich. Aber wenn du es bist, so lesen wir, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir werden es. Es ist hier keine Frage mehr. Es ist hier auch nicht, so werden wir ihm in der Auferstehung gleich sein, wenn du dies oder jenes oder anderes. Nein, wenn wir mit ihm eins gemacht sind und begraben, so werden wir auch mit ihm in der Auferstehung sein. Und die Frage ist, fast schon eine rhetorische, welcher Teil von dir wird auferstehen? Nicht der, der begraben worden ist, sondern das neue Leben. So dass wir in Vers 6 lesen, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Nun ist hier ein bisschen Schwierigkeit in diesem Vers drin. Auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite auch total logisch. Denn wir lesen deutlich, wir sind mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde, das heißt, wie wir nach dem Fleisch geboren sind, außer Wirksamkeit gesetzt wird. Und ich finde diese Aussage sehr, sehr wichtig. Denn das, was keine Wirksamkeit hat, hat keine Anwendung. Das ist genauso wie mit Medizin. Eine Medizin, die keine Wirksamkeit hat, bringt dir nichts. Sie kann dir weder schaden, noch kann sie dir etwas zum Guten tun. Sie ist unwirksam. Und genau so verhält es sich mit unserem alten Leib der Sünde. Er ist noch da. Er ist noch da, solange wir leben. Und er sündigt. Und er hasst Gott. Und er hasst all das Gute. Er hasst das Gebet. Er hasst das Bibellesen. Er hasst die guten Lieder. Aber er hat keine Wirksamkeit mehr über dich. Er hat keine Wirksamkeit mehr darüber, irgendeine Entscheidung zu treffen, was mit dir passiert, wenn du tatsächlich das Zeitliche segnest. Denn es ist vollkommen egal. Es hat keine Anwendung mehr. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wisst ihr, wenn du im Gericht sitzt und du hast etwas richtig Böses getan oder auch vielleicht nur etwas Kleines Böses, wobei, wenn man vom Gericht sitzt, ist es schon wahrscheinlich schlimm genug. Und der Richter sagt, klopft mit seinem Hammer auf den Tisch und sagt, du bist frei. Wie, ich bin frei? Ich habe das doch getan. Ja, aber du hast es getan in einem Bereich, was keine Wirksamkeit über dich hat. Und bitte nicht falsch verstehen. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist kein Freifahrtsbrief für Sünde. Es bedeutet nicht, dass man sagt, ja, dann lebe ich einfach in der Sünde und es hat keine Anwendung. In der Tat, es hat keine Anwendung. Aber es zeugt nicht von deinem neuen Leben und es zeugt auch nicht davon, dass du Gott lieb gewonnen hast. Und ich verstehe sehr wohl, dass uns Menschen im Leben Dinge passieren können, die uns die Beine unter dem Boden unter den Füßen wegreißen. Ich verstehe das. Aber es ist nicht der richtige Moment, um zu sagen, dann sage ich mich von allem los.
Das Alter hat keine Anwendung mehr über unserem Leben, auch wenn es permanent präsent ist. Es ist da. Es hat vor Gott, vor unserem Richter, die Anwendung verloren. Und obwohl wir sündigen, jeden einzelnen Tag unseres Lebens, das ist die brutale Realität. Ja, lieber Christ, auch du vielleicht, der du es hörst und denkst, hey, ich habe schon so lange keine Sünde mehr getan. Die Bibel sagt, wir sündigen jeden Tag. Das ist die Natur, in der wir nach dem Fleisch her geboren sind. Und diese Natur, sie lebt einfach noch, solange wir unseren Odem, unser Leben in unserem Blut haben. Aber sie ist gestorben vor Gott, demjenigen, der darüber entscheidet und richtet. Und wir lesen in Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich finde es so deutlich, wie Apostel Paulus es immer wieder zum Ausdruck bringt. Er setzt hier eben keine Fragezeichen. Er setzt hier keine Klauseln hinein. Das, was wir Menschen oft tun. Sondern er sagt, wenn wir mit ihm gestorben sind, so werden wir mit ihm leben. Punkt. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. In wem sind wir denn gestorben und in wem sind wir auferstanden? Er hat es davor gesagt, in Jesus Christus. So wenn wir sagen würden, dass wir sterben, es bedeutet, dass Jesus Christus sterben würde. Das sagt er hier. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Er stirbt nicht mehr. Er wurde einmal gekreuzigt und er ist auferstanden und lebt für immer. Und wo wir in ihm begraben und auferstanden sind, so leben wir auch in Ewigkeit. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus Christus hat es besiegt, indem er das Heilige für das Unheilige gegeben hat. Indem, dass er uns gezeigt hat, dass wir in ihm begraben und auferstehen werden. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und allein diese Aussage in Römer Kapitel 6 mit der Überschrift der Gläubige ist eins gemacht mit Christus, macht deutlich, Gott transformiert uns nicht. Gott macht nicht aus einem Alex einen Alex plus Anhängsel. Das macht er nicht. Gott sagt, Alex, du bist in deinem Vater geboren. Und das, was du in deinem Vater geboren bist, das zählt von mir nicht. Aber jetzt gibt es etwas. Du bist in meinem Sohn Jesus Christus gestorben und auferstanden. Und das ist das, was von mir zählt. Nichts anderes. Das Alte wird einmal begraben und das Neue steht auf. In Johannes Kapitel 1, und Johannes Kapitel 1 finde ich allgemein ein so starkes Kapitel. Finden wir in den Vers 12 und 13. Jesus sagt, ich bin. Im Anfang war das Wort und er ist das Wort. Und er ist in die Welt gekommen und das Licht leuchtete und die Finsternis hat ihn nicht angenommen. Und in Vers 12 sagt er, lesen wir, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt kommt in Vers 13 die perfekte Beschreibung. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und noch einmal, schließ die Augen, wenn es dir leichter fällt. Noch einmal, geh in dich hinein und überleg, kann etwas, was aus Gott geboren sein, sterben?
Nein. Das haben wir in Römer 6 deutlich gelesen. Kann etwas, was aus Gott geboren ist, sündigen? Nein. Denn Gott ist heilig. Das, was in uns das bewirkt, dieses Widerstreben gegen Gott, ist unsere alte Natur. Wie versprochen, wir werden noch diese Stelle lesen, wo Apostel Paulus genau das beschreibt. Abraham lebte aus seinem Glauben in seiner neuen Identität. Die neue Identität von ihm war nicht mehr Abraham. Er hat nicht mehr gesagt, ich bin Abraham. Er war von nun an Abraham. Aber heißt es, dass er nach seiner Geburt nicht Abraham war? Ganz und gar nicht. Nach seinem Fleisch her, nach seiner Geburt und nach seinen Eltern war er Abraham. Und er hat das nicht ablegen können, weil das er nach der Natur war, in der er geboren wurde. Aber immer wo Gott ihn angeschaut hat, hat er nicht mehr gesagt, du bist Abraham, der Transformierte, der Verwandelte, der irgendwie Restaurierte. Nein, er hat auf ihn geschaut als Abraham. Ab dem Tag, wo er ihm den neuen Namen gegeben hat. Und so ist es bei uns genauso. Nach unserem Fleisch her, nach unserer Geburt her, nach unserer Natur her, sind wir immer noch der Sohn oder die Tochter, wie wir gelesen haben, von dem Willen des Blutes, des Fleisches, dem Willen des Mannes. Aber wenn Gott auf uns blickt, auf uns, die wir seine Kinder sind, nicht auf die Menschheit allgemein gesprochen, wir haben gelesen, welche Parameter dazu dienen, du musst begraben werden und auferstehen in Jesus Christus. Aber sobald du dies getan hast, guckt Gott auf dich und auf mich und auf dich. Und er sieht das Alte überhaupt nicht. Es ist es ist wegradiert vor ihm. Es hat überhaupt keine Anwendung mehr. Und wenn wir in 1. Korinther Kapitel 5, die bekannte Stelle, wo es genau darum geht, ich korrigiere 2. Korinther Kapitel 5, Vers 16 und 17. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. So kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch Apostel Paulus sagt es. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, das sagt er, der ihn getroffen hat, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Vielleicht kann man das auch mit einem Oldtimer vergleichen. Christentum in vielen Bereichen sagt, du bist ein Auto, was in die Jahre gekommen ist. Du hast noch einen inneren Wert in dir. Stell dir vor, du, welches Auto auch immer du magst. Einen alten Porsche, einen alten Mustang, einen alten Cadillac oder einen Volkswagen, Mercedes. Und hier und da hast du Roststellen, da und hier hast du ein paar Beulen. Der Blinker funktioniert nicht, die Rückleuchte geht nicht mehr an. Vielleicht ist eine Scheibe gebrochen. Und nun stellen sich viele Menschen das so vor, leider auch die verlorene Welt. Jetzt fängt irgendjemand daran, die Beulen auszuschlagen, den Rost wegzumachen, das Ganze neu zu verspachteln, die Ersatzteile zu bringen, dass das Auto wieder fahren kann und im neuen Glanz dasteht. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, bevor du dich selbst nicht in diesen Zustand gebracht hast, kannst du überhaupt nicht vor Gott kommen. Das ist die Lehre der Kirchen, nicht der Bibel.
Du musst erst aufhören zu rauchen. Du musst erst aufhören zu lügen. Du musst erst aufhören, diese schändlichen Sachen zu tun. Dann kannst du erst vor Gott kommen. Das ist eine Lüge vom Teufel. Gott restauriert uns nicht. Wir sind kein Oldtimer, der irgendwie im neuen Glanz erstrahlen soll. Gott kann diese Substanz nicht verwerten. Und das, was er macht, ist uns ein brandneues Modell hinzustellen. Und sagt, das Alte hat für mich keinen Wert. Und wir Menschen denken, boah, wenn so ein altes, schönes Auto verschrottet wird, oh, da blutet das Herz. Oder wisst ihr, hier wurde bei uns im Dorf ein wunderschönes altes Häuschen abgerissen. Ein richtig schönes Sandhausstein. Sandsteingebäude, sorry, nicht ein Sandhaus. Eine Kunst, die heutzutage nicht mehr gemacht wird. Und aus Profitwillen hat jemand dieses wunderschöne Gebäude niedergerissen. Und mir hat es wehgetan. Mir hat es wirklich wehgetan. Aber Gott geht immer so vor mit unserem Leben. Er reißt das Alte brachial nieder, ohne mit der Wimper zu zucken. Denn das Alte kann vor ihm nicht bestehen. Egal in welcher Hochpolitur du das Ganze machst, egal wie schön du ein Gebäude restaurierst, für Gott bleibt es unbrauchbar. Für Gott zählt nur das Neue. Darum sagt ja auch, so kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Sieh, es ist alles neu geworden. Und ich merke, wie mir ein bisschen die Zeit davonläuft. Aber ich möchte unbedingt dieses abschließen mit der Stelle aus Römer Kapitel 7. Denn wenn wir das lesen und uns die Verse auch betrachten, wird uns nochmal einiges umso deutlicher. Apostel Paulus, der Verfechter der Gemeinde, wurde zum größten Gemeindebauer, wahrscheinlich überhaupt. Denn Gott hat ihn auf eine Art und Weise gebraucht, die seinesgleichen sucht. Ohne dass ich sage, dass die anderen Aposteln nicht ebenso gehandelt haben. Und dennoch schreibt oder lesen wir in der Bibel, wir haben die ganzen Briefe von Apostel Paulus, was Gott mit diesem Menschen gemacht hat. Und wo ich diese Einleitung über Apostel Paulus gebe und wo wir gleich diese Stelle lesen, werden wir denken, das kann doch nicht sein, dass wir vom gleichen Mann reden. Dass der Apostel Paulus, der die Gemeinde so wunderbar gebaut hat, erbaut hat und so viele Briefe dargelassen hat in der Heiligen Schrift, dass dieser Mensch diese Probleme hatte. Und dennoch beschreibt er das genau auf diese Art und Weise. Römer Kapitel 7 lesen wir ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, übe ich aus. Sind wir sicher, dass wir von Paulus reden? Paulus, der große Apostel Paulus, sagt, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, übe ich aus. Ich bin fleischlich, sagt Apostel Paulus. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. In Vers 16, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber, da ist etwas passiert. Jetzt aber bedeutet, ich rede nicht mehr vom Alten. Ich rede von etwas anderem. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Nein, Paulus benutzt das nicht als faule Ausrede. Er sagt das nicht, damit ich mich von allem lossagen kann. Aber er macht hier einen Punkt, um zu verstehen, lieber Christ, du tust in deinem Leben Dinge, die verabscheuenswürdig sind.
Ganz gleich, wie groß oder klein du die Sünde beschreibst. Die Bibel sagt, jede Sünde ist Ungerechtigkeit. Es sind wir Menschen, die einen Maßstab auf Sünde legen. Die Bibel sagt sogar, wer in einem Punkt das Gesetz gebrochen hat, der ist am gesamten Gesetz schuldig geworden. An einem. Das ist genau unsere Natur. Jetzt aber, wo Apostel Paulus sich darauf bezieht, auf dieses Neue, sagt er, das, was ich tue, vollbringe nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in meinem Fleisch lebt, in diesem alten Adam. An einer anderen Stelle in Römer schreibt Apostel Paulus, der erste Adam und der letzte Adam, der in die Sünde gefallen ist und der uns von der Sünde befreit hat, Jesus Christus. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meiner natürlichen Substanz, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Und ich finde es so interessant, wie Apostel Paulus hier mehrmals sagt, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich, und sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das bedeutet, da ist keine Verbindung mehr. Die Sünde, die in mir wohnt, die tut es, aber eben nicht nach der neuen. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Und hier macht er deutlich, nach dem inneren Menschen, nach der neuen Schöpfung, ist in mir alles gut. Und da kann ich sagen, ich bin gut vor dem Herrn, weil er in mir das Neue ist. So wird deutlich, dass du sündigst, ich sündige, aber die Sünde in uns der Natur des Alten anhängt, nicht der Natur des Neuen. Die Natur des Neuen besagt, es ist vollkommen heilig. Apostel Petrus schreibt in seinem Petrusbrief, wo Gott sagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Und ich hatte es auch des Öfteren gesagt, es ist eine der Stellen, die mich immer wieder trifft. Gott ist heilig. Da wird er in uns kein Werk anfangen, was nicht vollkommen ist. Er wird uns nicht in Christus eine neue Geburt geben und sagen, aber du kannst trotzdem noch. Das wird er nicht tun. Er ist heilig und er gibt uns nicht etwas, was nicht vollkommen und abgeschlossen und absolut heilig und rein ist. Denn wir sind geboren aus Gott und nicht mehr nach unserem Fleisch. So entsteht jetzt dieser Kampf, den Apostel Paulus in Römer Kapitel 7 beschreibt. Und dieser Kampf ist der Kampf der Entscheidung. Der Kampf des freien Willens. Das ist kein Kampf mehr, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Es geht hier nicht mehr darum, ob ich mein Heil habe oder es vielleicht verliere. Darum geht es nicht. Er hat es schon. Aber es geht hier um einen Kampf des Fleisches gegen das Geistliche. Und dessen müssen wir uns bewusst werden, lieber Christ. Und ich weiß, es war heute sehr, sehr lehrmäßig. Es war sehr theologisch. Aber es ist eines der Fundamentbauelemente oder Bausteine in unserem Glauben zu begreifen, dass die Sünde, die in mir wohnt, die wird immer da sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich befreit werden, wie Apostel Paulus das sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Jesus Christus wird uns dann vollkommen erlösen, indem dass dieses Fleisch stirbt. Dieses Zelt der Behausung wird vergehen und es bleibt auf der Erde. Aus Staub sind wir genommen, zu Staub werden wir werden.
Aber die neue Schöpfung, das neue Leben, werden wir in Christus auf ewig haben. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und das wird sich leider nicht ändern. Aber wir können in der bewussten Entscheidung immer wieder uns orientieren an dem neuen Leben in Christus und uns dafür Tag für Tag entscheiden, um ein heiliges Leben in der Heiligung zu leben für den Herrn. Und möge er uns dabei segnen und das Gehörte auch in unseren Herzen bewahren. Amen.